Cuidado con eso, la verdad. Das kann man auch finden, das habe ich schon gesagt. Ja, da wüsste ich, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also das ist wirklich eine Leitfaden. Also sehe ich jetzt erstmal nicht so die Nähe, da sagen wir mal, könnte natürlich auch sein, dass Sie sich überlegen, dass anhand der Ausstellung eine Art, weiß ich, Lehrunterricht oder im Prinzip ein Lehrmaterial entsteht oder so, kann ja auch sein, inzwischen, aber naja, man kann natürlich die Ausstellung. Wenn es eine interaktive Ausstellung ist, dann kann man ja irgendwo hingehen und so sagen, irgendwie also der Übungsblatt in die Hand bekommen und dann mit dieser Ausstellung etwas erarbeiten.